Ich mit der Gruppe Hypersax, alleine der Name ist ja fast ein musikalisches Versprechen. Der Bandleader und Saxophonist der Gruppe Hubert Waldner ist Lehrer. Das heißt, er hat jetzt Ferien und somit Zeit, sich einmal ganz intensiv mit seiner Musik zu beschäftigen und auch ein bisschen darüber nachzudenken. In der kurzen Zeit hat Hypersax einen relativ guten Namen unter Insidern und jetzt hoffentlich durch die LP auch unter dem Musikpublikum. Der Musikstil von Hypersax ist meiner Meinung nach nichts Besonderes, finde ich. Ich bin nicht auf der Suche nach einem neuen Stil, sondern ich spiele die Sachen, die mir Freude machen, mit sehr viel Druck, sehr viel Bock, wie die Musiker eben sagen. Und die Basis ist vielleicht Rock, Pop, also kernig, urig, fundamental. Einflüsse aus dem Jazzbereich lockern das natürlich auf. Für mich ist Instrumentalmusik nicht nur Hintergrundmusik, sondern spricht auch. Der Vorteil der Vokalmusik gegenüber der Instrumentalmusik ist eben der, dass die Stimme da ist. Es ist jemand da, der immer was sagt, der spricht direkt an, während man sich einfach bei der Instrumentalmusik wesentlich mehr vorstellen muss als Zuhörer. Also man fragt sich, was meint er eigentlich da, wenn er jetzt mit dem Saxophon eine Phrase spielt. Und es verlangt wahrscheinlich mehr Erfahrung, musikalische Erfahrung, Reife und Fantasie. Ich glaube, dass der Einfluss von Jazz auf die Popmusik ein ganz wesentlicher ist und gerade heutzutage merkt man, wie leicht sich das vermischen lässt und wie leicht sich das kommerzialisieren lässt, also Matt Bianco oder Sade. Und positiv ist auch, dass die jungen Leute wirklich drauf abfahren.
ich glaube, dass der Jazz ein sehr guter Einfluss war auf die Popmusik. Es verlangt halt für den Musiker das nötige Können auch, nicht? Weil mit Jazz kann man nicht so umgehen. Für Jazz muss man eine nötige Reife haben. Mit zwei Saxophonen auf einmal so zu spielen, ich glaube, da gehört schon einiges dazu.